Österreichische Gesellschaft für Pneumologie überreicht heuer zum dritten Mal die Auszeichnung für den Botschafter, die Botschafterin für Lungengesundheit. Diese Auszeichnung wurde von unserer Gesellschaft geschaffen für Personen, die im öffentlichen Leben für die Lungengesundheit oder für die Bekämpfung und besondere Bedingungen für Lungenerkrankte eintreten. Und ich freue mich heute besonders, dass wir die zweite Botschafterin der Lungengesundheit, Frau Dr. Eva Glawischnik, hier haben, die diese Auszeichnung von uns erhalten hat, weil sie sich im öffentlichen Leben für saubere Luft, für gesunde Atmung, besonders für den Schutz von Nichtraucherinnen und für den Schutz von Passivrauchern eingesetzt hat und das auch weiterhin tun wird, denke ich. Wir haben als dritten Botschafter jetzt zum dritten Mal Herrn Dr. Franz Hoeinig nominiert, der für ein ganz anderes Thema steht, für Menschen, die mit besonderen Bedürfnissen leben, Menschen, deren Atmung durch eine Beatmung, durch einen künstlichen Ersatz unterstützt werden muss. Und er tritt mutig sein ganzes Leben für diese Personenkreise ein. Er tritt in der Öffentlichkeit auf, er hat uns geholfen, auch im EU-Parlament die Bedürfnisse dieser Menschen zu vertreten. Und wir sind daher sehr froh, dass wir ihm diese Auszeichnung, diesen Preis überreichen dürfen. Und ich bin sehr froh, dass Frau Dr. Glawischnik sich Zeit genommen hat, diesen Botschafter neu zu begrüßen und den Preis persönlich zu überreichen. Dankeschön. Herzlichen Dank. Also mir ist es eine persönliche, wirkliche Ehre, also diesen Preis heute weitergeben zu dürfen, insbesondere an dich, einen sehr lieben und sehr engagierten Kollegen. Ich möchte noch gern zwei Sätze zum letzten Jahr sagen. Es gibt ein paar Tabus in Österreich, die darf man als Politiker, als Politikerin ganz, ganz, ganz selten nur angreifen. Das eine ist das Rauchen und das andere ist die gesunde Ernährung und das dritte ist das Autofahren. Und da braucht man ganz besonders Verbündete, insbesondere im fachlichen Bereich, Ärztinnen und Ärzte, die auch immer wieder darauf hinweisen, also das gesunde Luft, dass gesunde Ernährung, dass Nichtrauchen ganz wesentliche Beiträge zur österreichischen Gesundheitspolitik sind, zur österreichischen Umweltpolitik und letztendlich auch zur Kindergesundheit sind. Das war mein persönliches Anliegen letztes Jahr. Heuer ist mein persönliches Anliegen, dir noch einmal zu gratulieren und auch meinen tiefen Respekt auszusprechen. Ich schätze dich persönlich immer für deine scharfsinnigen Redebeiträge und es freut mich, dass du heute eine besondere Auszeichnung für ein ganz besonderes, wunderschönes Glas, eigentlich Dokument, möchte man sagen, erhältst, nämlich also mit etwas zu leben, für etwas zu sprechen, sich für etwas einzusetzen, was nicht selbstverständlich ist, Leben mit Behinderung, Politiker sein mit Behinderung, ist alles andere als etabliert in Österreich und dafür auch ganz tiefer Respekt von meiner Seite. Und jetzt darf ich diesen wunderschönen Glaspreis überreichen. So. Österreichische Gesellschaft für Pneumologie, das ist das schwierigste Wort. Botschafter der Lungengesundheit. Bitte schön. Und ich darf assistieren. Ja, das ist ein gewichtiges Ding. Ich kann das noch einmal zeigen. Ja, ich möchte mich bedanken bei der Österreichischen Gesellschaft für Pneumologie, für Frau Oberst Hartl, für bei dir. Und ich werde versuchen, mein Bestes zu geben, um die Botschaft weiterzutragen. Also auch, wie man lebt mit einem Beatmungsgerät. Vor kurzem bin ich in einem Fahrdienst. Im Fahrdienst gefahren und der Fahrer hat gesagt, Herr Dr. Hoeinig, wie ist das eigentlich? Sie sind ja beatmet. Und können trotzdem reden, das funktioniert nicht. Und ich habe gesagt, es funktioniert sehr gut. Und ich hatte das Glück, im Otto-Wagner-Spital versorgt zu werden und dort auch zu lernen, mit dem Beatmungsgerät zu sprechen. Das war am Anfang sehr, sehr schwierig, mit den Luftströmen und Kanülen zurechtzukommen, aber funktioniert sehr gut. Und ich möchte zeigen als Botschafter, wie man zu Hause leben kann, wie man integriert, inklusiv leben kann inmitten der Gesellschaft, wie man auch einen Beruf nachgehen kann. Mit Unterstützung der Angehörigen, denen ich sehr, sehr danke, mit Unterstützung der persönlichen Assistenz. Es ist ja
jetzt schon möglich, dass persönliche Assistenten auch Pflegetätigkeiten delegiert bekommen von Pflegefachkräften. Das haben wir 2008 regeln können gesetzlich. Und ich möchte auch dafür eintreten, dass vor allem Kinder, die beatmet sind, dass sie auch in den Kindergarten gehen können, in die Schule gehen können, dass sie einfach ein selbstverständliches, normales Leben führen können. Und dass mir bei dieser Botschaftertätigkeit nicht die Luft ausgeht, dafür sorgt mein Beatmungsgerät. Danke. Es war in den 80er Jahren, wo beatmete Menschen in Amerika den Aufstand geprobt haben. Sie wollten nicht länger im Krankenhaus leben, sie wollten integriert werden in die Gesellschaft. Sie wollten normal im Leben stehen. Und sie haben protestiert und die Independent Living Bewegung gegründet mit persönlichen Assistentinnen. So wie es heute in Österreich auch die Selbstbestimmt Leben Bewegung gibt. Und mit persönlicher Assistenz kann man sehr gut und integrativ leben. Zu Hause kann man den Beruf nachgeben, so wie ich auch. Und ich lebe auch wirklich zu Hause. Bei meiner Frau, bei meiner Familie, bei meinen Kindern. Und ich möchte auch unterwegs sein. Und da gibt es ein Problem. Nämlich zum Beispiel beim Fliegen. Deswegen bin ich heute auch am Flughafen Wien. Weil es doch immer ein Problem ist, mit dem eigenen Beatmungsgerät zu fliegen. Da heißt es, das geht nicht, nicht kompatibel mit dem Flugzeug. Und jetzt sind wirklich die Hersteller der Beatmungsgeräte gefordert, die Bauer von Flugzeugen und die Fluglinien, Geräte zu entwerfen und abzustimmen, dass man auch mit dem Beatmungsgerät fliegen kann. Das macht behinderte Menschen mobil und das ist wichtig. Und da gibt es einen großen Handlungsbedarf. Es gibt in Österreich rund 1.500 beatmete Menschen. Circa 500 leben mit einem Beatmungsgerät und einem Tracheostoma, so wie ich es habe. Und wir fordern die gleichen Rechte und Möglichkeiten, wie sie auch andere Menschen haben. Das wäre wichtig. Und noch etwas andere Dinge sind wichtig. Vor allem der Übergang vom Krankenhaus nach Hause. Das ist oft schwierig, weil es an Unterstützung fehlt, weil es Mut von den Angehörigen erfordert, das auch zu riskieren. Und da müssen sie unterstützt werden. Oder auch Kinder, dass sie in den Kindergarten gehen können, dass sie in die Schule gehen können. Das ist doch nicht selbstverständlich. Das muss umgesetzt werden. Oder Rehabilitation. Dass man auch mit einem Beatmungsgerät in einem Rehabilitationszentrum aufgenommen wird. Da fehlt es noch. Also heben wir ab. Und auch die Luftlinien müssen namengerecht werden. Nämlich wirklich Luft und damit auch Beatmungslinien werden.